Ja, schön, dass so viele hier geblieben sind. Ich begrüße Sie recht herzlich im großen Saal nochmal der Heinrich-Böll-Stiftung bei der Tagung Netzregeln zum Thema Omnipräsenz. Wir beschäftigen uns mit dem Leben und Handeln in der vernetzten Welt. In der nun folgenden Diskussionsrunde geht es um das Thema Governance in der vernetzten Welt. Also es ist ja nicht nur wichtig, was in Zukunft passiert, sondern auch wie entschieden wird, wie man damit umgehen soll als Gesellschaft. Und wir beschäftigen uns jetzt damit, welche Strukturen brauchen Staaten und Organisationen, um eben in dieser digitalen Gesellschaft zu entscheiden. Natürlich müssen wir auch irgendwie das Thema Überwachung und NSA-Skandal streifen. Da kommen wir einfach post Snowden nicht mehr dran vorbei. Aber wir wollen natürlich auch noch andere Themen besprechen, die davon unabhängig sind. Ja, hier bei der Tagung geht es natürlich nicht darum, jetzt irgendeine einfache Lösung zu finden, sondern dass wir erstmal hier miteinander sprechen auch, dass wir in Dialog miteinander kommen. Und deswegen ist es besonders schön, dass wir eine sehr unterschiedliche, also eine sehr große Runde hier haben auf dem Panel. Ich möchte auch alle begrüßen, die im Livestream gerade zuschauen. Wir haben einen Hashtag, der heißt NR13. Wenn Sie Fragen haben, können Sie natürlich auch gerne Ihre Fragen stellen. Die werden dann hier auch mit reingebracht. Und hier im Saal dürfen natürlich auch Fragen gestellt werden. Wir möchten ja relativ schnell auch in Dialog kommen. Am besten, wir machen das dann so ungefähr in der zweiten Hälfte. Sie können sich dann per Handzeichen schon mal andeuten. Das wäre super. Zunächst möchte ich aber unsere vier Gesprächspartner hier vorstellen, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Das ist zu meiner Rechten Dr. Verena Metze-Mangold. Sie ist Vizepräsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission und außerdem in ihrem anderen Leben auch noch Bereichsleiterin in der Intendanz des Hessischen Rundfunks. Nicht mehr, seit kurzem nicht mehr, okay. Dann ist das jetzt nicht mehr so. Besonders interessant für uns ist aber, dass Verena Metze-Mangold bereits seit 1982 diverse Funktionen in der UNESCO-Kommission in Deutschland innehat und unter anderem eben auch besonders in dem World Summit for Information Society der Vereinten Nationen in Genf teilgenommen hat. Das ist ja eins der bedeutendsten internationalen Events überhaupt für die digitale Gesellschaft in diesem Bereich. Und ist eben auch als Vertreterin im Rat Information für alle gewesen, was eben auch nochmal eine besonders interessante Sache ist, über die sie dann hoffentlich auch noch sprechen wird. Genau. Jan-Philipp Albrecht, fange ich jetzt mal drüben an, um die Männer der Runde vorzustellen, ist Abgeordneter im EU-Parlament für die Grünen, ist dort innen- und rechtspolitischer Experte und, was auch ganz spannend ist für unsere Panelrunde, Spezialist für Völkerrecht. Er studierte Jura mit Schwerpunkt Europa und Völkerrecht eben und ist außerdem Berichterstatter für die Datenschutzgrundverordnung, die wir ja vorhin schon gehört hatten, was ich glaube jetzt gerade 90% seiner Arbeitszeit einnehmen wird oder 123 oder so. Er muss uns leider schon um 11.45 Uhr verlassen, deswegen wird er am Anfang ein kleines bisschen mehr sprechen dürfen. Ich hoffe, dass allen anderen das okay ist. Genau. Dann gehe ich weiter mit unserem zweiten Politiker auf dem Panel. Das ist Thomas Jarzombek. Er ist jetzt gerade wieder frisch in den Bundestag gewählt worden zum zweiten Mal. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Und ist als Direktmandat für den Wahlkreis Düsseldorf im Bundestag. Er ist in sehr, sehr vielen Ausschüssen aktiv gewesen in der letzten Wahlperiode. Der wichtigste für uns ist natürlich der Ausschuss, also die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft, die letzte Legislaturperiode eingesetzt wurde. Und dort hat er die Projektgruppe Internationales und Internet Governance geleitet. Darüber wird er auch hoffentlich gleich noch etwas mehr erzählen. Er bringt außerdem noch Wirtschaftsexpertise mit auf das Panel, denn er hat BWL studiert und ist nebenbei auch noch IT-Unternehmer. Und ganz auf der rechten Seite unseres Panels von Ihnen aus links ist Gunnar Bender. Er verantwortet seit April 2012 die politische Kommunikation bei Facebook in Deutschland.
ist promovierter Rechtsanwalt und hat für verschiedene Firmen auch vorher schon gearbeitet, unter anderem E+, Time Warner, AOL Europa sowie die Bertelsmann AG. Er bringt also eine sehr langjährige Erfahrung in Politik und Unternehmenskommunikation, vor allen Dingen eben aus der wirtschaftlichen Perspektive, mit hier auf das Panel ein. Ja, danke schön, dass Sie alle da sind. Ein kurzer Applaus für Sie. Ja, nach dieser tollen Keynote weiß ich jetzt auch gar nicht, ob wir mit allem, was wir uns vorgenommen haben, so weitermachen sollen oder ob wir nicht einfach darüber reden sollten. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Fragen, die für dieses Panel relevant sind, die wir trotzdem behandeln sollten. Unter anderem eben auch, wie wir angesichts der aktuelleren Entwicklungen die Regeln für die nächsten 20 oder zumindest 5 Jahre, je nachdem, wie ambitioniert man sein möchte, denn setzen soll. Es gibt da ja viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel anfangen, eine europäische Cloud zu bauen, die jetzt eben von der EU-Kommission mit 10 Millionen Euro gefördert wird. Man kann anfangen, ein deutsches Internet oder ein Schengen-Internet oder was auch immer zu bauen. Und da würde ich zuerst mal auf die deutsche Perspektive auch schauen und Herr Zombeck fragen, wie ist es denn jetzt mit der neuen Bundesregierung, mit dem neuen Bundestag? Welche Debatten führen Sie da, was die Konsequenzen aus dem NSA-Skandal vor allen Dingen eben auch für die Governance-Struktur angeht? Also geht es mehr in Richtung eher eine internationale Regelung jetzt zu finden, eine europäische Regelung? Soll es ein deutsches Internet geben? Ja, ich darf erstmal dafür danken und muss auch zugeben, dass mich die Keynote immer noch sehr beeindruckt hat. Und wenn man jetzt so den Bogen zieht sozusagen von all dem, was Frau Spiekermann vorhin dargestellt hat, zu dem, was jetzt die neue Bundesregierung macht, dann kommt man, irgendjemand schmunzelt da hinten, auf den Boden, sagt Jan-Philipp Albrecht. Da ist so was dran. Also die Frage ist, wenn wir diese Entwicklungen alle sehen, und ich glaube, dass wir uns ziemlich sicher sind, dass wir eigentlich nicht nur wollen, dass es eine Handvoll Leute irgendwo im Valley oder in China gibt, die irgendwie unsere Standards für diese Zukunft, die direkt auf den Menschen sich auswirkt, eingreift, den Menschen total verändert, auch physisch, dass es da bestimmt wird. Wie können wir da in eine Art Regulierung eintreten? Und das, was wir in den letzten, weiß ich nicht, 4 Jahren, 8 Jahren, egal wie weit man zieht, sehen mag, ist, dass wir in wesentlichen Feldern, wo es ums Thema Internet und Entwicklung geht, fast überhaupt keine Regulierung hinbekommen haben. Oder wenn immer nur relativ kleine Regulierung. Und dass der Unterschied offensichtlich der ist, dass früher gesellschaftspolitische Entwicklungen auch stark durch die Gesellschaft, durch Politik, durch, ich sag mal, reflektive Denkprozesse, durch Erfahrungen, Kriege entstanden sind, dass aber seit geraumer Zeit die gesamte Entwicklung durch Technologie vorangetrieben wird, die sich gar keiner vorstellen kann. Ohne jetzt hier Geheimnisse auszuplaudern, war ich in der Koalitionsgruppe zum Thema Verkehr und habe einen Vorschlag gemacht für ein ein streckenpreisbezogenes System, wo man pro Kilometer abrechnet, elektronisch und da gewisse Anreizsysteme setzt. Da haben mir mehrere Leute Top-Ebene gesagt, das wäre ein super Vorschlag, aber das wäre viel zu weit vorne, das wäre viel zu früh, das könnte man vielleicht mal irgendwann machen. Und das ist das Problem, was wir bei all diesen Sachen haben, das kann sich keiner vorstellen, dass das jetzt sehr bald passiert. Und ich glaube, das, was Sie skizziert haben, auch ich bin selbst fasziniert von Ray Kurzweil und dem, was er da im Bereich Singularität schreibt, das sind ja Entwicklungen, die finden genau jetzt statt. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht darüber redet und jetzt hier kein Flock einschlägt, wird das irgendwann einfach da sein und Fakten schaffen und ein Riesenbusiness sein, wo sowieso gar keiner mehr so richtig drankommt. Ich glaube, da kann Jan-Philipp Albrecht gleich sehr viel mehr dazu erzählen, wie das ist, wenn man erstmal ein Riesenbusiness hat. Und jetzt will ich, weiß ich nicht, die Antwort auf die Frage nach dem Thema Governance auch nicht schuldig bleiben. Die Frage dessen, was die Internetregulierung bisher hergibt. Wir haben in der Enquete-Kommission darüber diskutiert und haben uns gefragt, gibt es eigentlich eine richtige Strategie in Deutschland? Sind da zu dem Ergebnis gekommen, auch nach einer Anhörung? Teilweise ja, sozusagen Strategy by Accident,
aber teilweise halt eben auch nicht. Es gibt eine Menge internationale Konferenzen, wo Vertreter auch der Bundesregierung sind. Die sind teilweise abgestimmt, teilweise nicht abgestimmt. Die Frage ist, welche Ziele werden eigentlich vorangegeben? Und das vielleicht auch nochmal als klare Botschaft, weil ich gerade sehe, heise.de hat darüber gestern berichtet, was auch Herr Kleinwächter gesagt hat. Wir haben in der Enquete gesagt, für all diese internationalen Konferenzen oder diese ganze Internetregulierung soll ein Multi-Stakeholder-Ansatz bleiben. Das hat sich bewährt, das ist wichtig. So schön das jetzt ist, die Diskussion über nationales Internet, ja, das darf auch keine falsche Sicherheit suggerieren und am Ende, glaube ich, müssen die funktionierenden Strukturen erhalten bleiben. Das ist ganz wichtig. Wir haben uns auch dafür ausgesprochen, mit einem Multi-Stakeholder-Ansatz den da vorzuschalten und zu sagen, da müssen im Vorfeld zu internationalen Konferenzen auch alle Player hier in Deutschland oder alle Stakeholder an einen Tisch kommen und hier gemeinsam mit der Bundesregierung eine Strategie ausarbeiten, mit der man dann ins IGF oder zur ICANN oder wo auch immer man dann eben halt eben hingeht. Und das hielte ich für eine sehr zentrale Aufgabe, wenn ich mal einen Punkt machen darf, von dem Großen jetzt mal auf das Kleine, wobei das Kleine auch schon ziemlich breit ist, dass wir halt eben gucken, dass wir für diese neue Periode wirklich einen Multi-Stakeholder-Ansatz finden, mit dem wir gemeinsam mit den Regierungsvertretern dann auch eine Strategie machen und auf diese ganzen internationalen Ebenen einwirken. Ja, danke schön. Das wäre schon auf jeden Fall eine Veränderung zur aktuellen Situation. Ich würde als nächstes gern auf die EU-Ebene und Jan-Philipp Albrecht kommen. Welche Strukturen gibt es da aktuell, die verändert werden sollen, vor allen Dingen vielleicht auch mit Hinblick auf eine neue Wahlperiode im EU-Parlament? Gibt es aktuell auch in der zum Beispiel Datenschutzgrundverordnungsverhandlung besondere Punkte, die dir aufgefallen sind, die verändert werden müssen, was EU-Governance-Strukturen angeht? Also erstmal auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und für die sehr spannende Keynote, hat mich auch bewegt. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, was für eine Herausforderung vor uns liegt. Wir sind in einem Umbruch, der mit Sicherheit nicht geringer ist als die industrielle Revolution. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile allen klar geworden. Oder es wird jedenfalls gerade allen klar. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass man in den bisherigen Strukturen unserer Gesellschaft, also auch zum Beispiel in den politischen Ebenen, jedenfalls in der Unterscheidung zwischen den politischen Ebenen, nicht mehr denken sollte. Ich glaube, das ist einfach nicht richtig. Auch das Denken in den Strukturen Staatsrechts und des Nationalstaats der letzten Jahrhunderte wird uns nicht weiterhelfen in dieser Auseinandersetzung. Und ich glaube, das muss einfach mal als unbequeme Wahrheit für den einen oder anderen oder die einen oder anderen auf den Tisch gebracht werden. Es ist ganz klar, wir werden so, wie wir derzeit als Gesellschaft strukturiert und aufgebaut sind, eine wirklich nachhaltige Antwort und Lösung für die Probleme, die uns hier an die Wand geworfen wurden, nicht finden. Das heißt aber nicht, dass man alles über Bord werfen muss. Ich glaube, dafür sind 2000 Jahre zivilisierte Menschheitsgeschichte nicht umsonst gewesen, sondern wir sind in einer Entwicklung, in der wir auf unsere Werte und Grundlagen zurückgreifen müssen, die wir über Jahrhunderte hinweg diskutiert und die sich auch auf Kosten vieler Menschenleben erst durchsetzen mussten. Und ich glaube, an der Stelle muss man einfach sagen, all diejenigen, die heute, denen heute daran gelegen ist, Stabilität, Werte, Grundlagen, das Rechtsverständnis und die Rechtsprinzipien, die wir uns erarbeitet haben, zu erhalten, die müssen daran mitarbeiten, dass es einen fairen Deal und eine tragbare Lösung für alle Beteiligten gibt. Alles andere würde zwangsläufig in Auseinandersetzungen führen, die uns weniger Stabilität und weniger Vertrauen auf Werte und Grundlagen der Vergangenheit bieten würde. Um jetzt also aber trotzdem vom Generellen ins Konkrete mal überzugehen und die EU-Politik mal ins Blickfeld zu rücken. Ich glaube, dass die Datenschutzgrundverordnung und die Debatten, die wir darüber führen, eine Pionierdebatte darstellt, auch eine gewisse Art und Weise auch ein Experiment europäischer Lösungsvorschläge für diese globalen Probleme darstellt. Ich glaube, dass wir da uns ganz intensiv vor allen Dingen damit auseinandersetzen, wie können wir gemeinsam als Europäer Souveränität zurückerlangen für Bürgerinnen und Verbraucher in Europa,
und damit auch Vertrauen in die Gesellschaft, in den Markt und in die Demokratie? Und wie können wir auf der anderen Seite es schaffen, eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Ökonomie in Europa zu gestalten, die auch global sozusagen Standards setzen kann und sich durchsetzen kann? Und das ist eine Riesenherausforderung, bei der wir alle gemeinsam in einem Boot sitzen. Und ich glaube, dass es deswegen super gut ist und wunderbar ist, dass hier also die Böll-Stiftung mit Bitkom zusammen die Veranstaltung macht und dass wir hoffentlich in der Debatte ein Stück weiterkommen. Da muss ich natürlich direkt auf Verena Metze-Mangold überleiten, die ja bei der UNESCO, oder die UNESCO hat ja auch die Entwicklung der Werte, die Zusammenarbeit, die Vielfalt als einen Grundwert sozusagen. Können Sie da vielleicht so zwei, drei Sachen sagen, die in den letzten Jahren bereits passiert sind, die in Zukunft gemacht werden, um eben diese globale Zusammenarbeit auch noch weiter zu bestärken? Auch nochmal meinerseits ganz herzlichen Dank für diese Keynote, die uns ja auch alle nochmal sozusagen gemeinsam vor Augen geführt hat, in was für einem Prozess wir drinstecken. Ich schließe mich nochmal meinen beiden Vorrednern an. Das erste ist, glaube ich, dass diese Beschleunigung und diese Verselbstständigung, wie ich das gerne nenne, von Technik und Technologie erschwert wahrzunehmen, was Sie gesagt haben, wahrzunehmen, wie wir das überhaupt bewerten sollen, uns selber in diesem Prozess richtig zu verorten. Und zugleich dann sozusagen auch noch weit zu werfen, das heißt nicht in Angst und in sozusagen Rückzug zu reagieren, sondern weit zu werfen und Ihre Forderung entsprechend zu sagen und sagen, mit welchem sozusagen Instrument, mit welchem Besteck können wir Souveränität zurückerlangen, und zwar als Weltbürger. Das ist im Grunde genommen die komplexe Herausforderung, in der wir stecken. Es gibt einen Mann, der hier einen Steinwurf entfernt geboren wurde, im 18. Jahrhundert Weltruhm genoss, der heißt Hartmann, der war Mathematiker, der war so bekannt wie vielleicht Ihnen noch Gauss auch bekannt ist mit der Gaußschen Kurve. Hartmann war der Entwickler der elliptischen Kurven, weltberühmt zu seiner Zeit. Und der hat mal den wunderbaren Satz gesagt, am Punkt eines Umbruchs, einer mathematischen Figur, soll man sich bitte zurückschwingen und darüber nachdenken, mit welchen Werten aus der alten Zeit man sozusagen in die neue geht und nicht besinnungslos nach vorne stürzen. Und das ist genau die Aufgabe, vor der wir stehen. Die UNESCO-Generalkonferenz geht gerade heute zu Ende. Ich war letzte Woche da und wir haben im Programmausschuss Kommunikation, Information heftige Debatten geführt, auch eine heftige Nachtdebatte geführt, weil die Brasilianer nicht nur in den Vereinten Nationen, also in New York, sondern auch in Paris, bei der Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die Forderung gestellt hat, das, was sozusagen in der Welt passiert ist oder was der Welt passiert mit diesen Überwachungen und damit sozusagen dem Aushöhlen der Menschenrechte, das braucht eine Reaktion. Und in dieser Programmkommission 5 war sozusagen die Welt geteilt. Da sitzen 193 Staatenvertreter drin mit ihren Delegationen. Und die eine Seite sagte, analog der Amerikaner, nein, das kann gar nicht sein, das ist ein Markt, in einem Markt gibt es keine Ethik, in der Ethik, also da darf man nicht interferieren, das muss der Markt ganz alleine schaffen. Und ähnlich votierten selbstverständlich auch die Briten und etliche skandinavischen Staaten, indem sie sagten, nein, nein, es gibt nur eins, Freiheit des Ausdrucks und der Information und der Medien und nichts bitte interferieren, also nichts festlegen, schon gar nicht staatlicher Seite. Die fast inzwischen überwiegende Mehrheit der Staaten sagt, so kann es aber auch nicht bleiben. Und nach 7-stündiger Nachtsitzung gab es dann, also es wurde eine Maus geboren, aber es wurde was geboren, es wurde nämlich die Entscheidung geboren, dass man jetzt eine Studie macht, und zwar eine sehr genaue Studie, inwieweit, und das entspricht dem, was auch auf der Ebene der Vereinten Nationen diskutiert wird, inwieweit sozusagen die Menschenrechte und die Praxis der Überwachung und die Praxis des Datenschutzes auseinanderklaffen. Und dann daraus Folgerungen zu ziehen in 2 Jahren. Und das finde ich einen sehr spannenden Prozess. Und vielleicht haben viele von Ihnen verfolgt, dass Brasilien und Deutschland bei den Vereinten Nationen im Menschenrechtsausschuss den gleichen Prozess in Gang gebracht haben. Ich komme dann in einer zweiten Runde
noch auf etwas, was wir beschlossen haben, was schon Programm ist, ein Konzept der UNESCO, nämlich ein Internet Universality, was auf 4 Normen basiert. Aber das können wir dann vielleicht noch mal vertiefen. Ja, ich hätte jetzt direkt sagen können, bei Facebook ist das ja auch eine Sache, die man immer wieder besprechen muss. Welche Sachen darf man zum Beispiel als Meinungsfreiheit öffentlich so sagen oder schreiben, werden stillende Mütter geblockt und wie sind denn da überhaupt diese Strukturen, um zu entscheiden, was jetzt erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, und kann man das vielleicht auch auf die Regierungsseite, auf die Internetregulierungsseite übertragen? Also vielen Dank auch zum Schluss nochmal von meiner Seite, dass ich hier eingeladen worden bin, auch als Wirtschaftsvertreter. Ich möchte auch ganz deutlich machen, dass ich hier jetzt nicht nur als der Repräsentant von Facebook sitze, sondern tatsächlich auch wir als Mitgliedsunternehmen bei der Bitkom an der Stelle auch über eine Branche insgesamt sprechen können. Und wenn Sie diese Frage mir stellen, was bedeutet das jetzt, wenn ein Wirtschaftsunternehmen sich eigene Nutzungsbestimmungen gibt, dann hat natürlich dieses Wirtschaftsunternehmen sich auch an das geltende Recht zu halten. Ja, das sind so für uns die Maßstäbe intern, wie bei uns mit Verstößen gegen die Nutzungsbestimmungen, mit Verstößen gegen geltendes Recht umgegangen wird. Dann kommt man sehr schnell aus dieser Diskussion in eine Diskussion, die sich immer darauf aufsetzt, sozusagen an die rechtliche Diskussion anknüpft. Ja, aber das ist aber unfair. Ja, und dann muss ich dann immer sagen, ja gut, deshalb ist es wichtig, dass wir im Dialog sind und deshalb auch beispielsweise über Themen wie die Datenschutzgrundverordnung einfach redet und diskutiert und dass man anfängt, eben nicht nur immer über Facebook zu sprechen, sondern vielleicht auch einmal mit Facebook zu sprechen. Das ist auch der Grund, weshalb ich hier bin und weshalb ich jetzt seit 1,5 Jahren hier quer durch Deutschland tingle und immer verhauen werde. Auch das muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen so, ja, wo ich aber auch kein Mitleid möchte, sondern einfach nur in den Dialog treten möchte. Und genau deshalb führen wir den Dialog und diese Regeln, von denen Sie sprechen, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da auch immer wieder vor Augen führt, dass wir natürlich ein Unternehmen mittlerweile sind, was eben weltweit agiert. Und Themen, wenn beispielsweise in skandinavischen Ländern von uns verlangt wird, doch mehr Nacktheit zu zeigen, dann ist es möglicherweise in anderen Ländern dieser Welt schwierig damit. Und da eben ein gesundes Maß zu finden, was sich dementsprechend immer auch in dem geltenden Recht orientiert, das ist die große Herausforderung dabei. Und dass dann selbst unterschiedliche Rechtsgebiete über Ländergrenzen hinweg unterschiedlich reguliert werden, macht es dann auch nicht einfacher, sodass dann auch tatsächlich in der Wahrnehmung manchmal Inhalteregulierung verwechselt wird mit Datenschutzregulierung. Regulierung ist sowieso immer ein schwieriges Wort, dann kommt Wettbewerbsregulierung dahinter, Amerikaner finden Regulierung sowieso doof, heißt es dann wieder. Ja, also das geht dann halt immer so durcheinander und deshalb finde ich es gut, wenn wir uns hinsetzen, den Dialog suchen und auch in der Sache durchaus streiten können, aber dass man sich damit, glaube ich, keinen Gefallen tut, Sachen in einer Hysterie zu verteufeln. Und auch da nochmal danke für die Keynote, was bei der Bestandsaufnahme, glaube ich, extrem wichtig war, zu verstehen, dass es nicht nur einen Wandel gibt. Es gibt zwei parallel laufende Stränge, den technologischen Wandel, der tatsächlich exponentiell sich entwickelt, also das iPhone, was es vor 5 Jahren noch nicht gab und diese ganzen Geschichten, das haben wir in der alltäglichen Anwendung und man gewöhnt sich dann daran, aber dieses Gewöhnen, dieser Verhaltenswandel ist halt leider nicht exponentiell. Diese Lernkurve, wir sind halt Menschen und wir werden zum Glück auch immer Menschen bleiben und diese creepy Roboter, der da eben, das ist natürlich etwas, wo dann auf einmal jeder in Angst verfällt. Ich glaube, wichtig ist an der Stelle, dass man sich immer vor Augen führt, es geht um Werte dabei und man muss die Menschen mitnehmen. Es ist niemandem damit geholfen, dass man Sachen an einer Angstkulisse hinmalt und den Menschen im Grunde genommen ihr Recht abspricht, selber diese Lernkurve zu durchlaufen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da sollten wir vielleicht auch gemeinsam überlegen, wie man da an einem Strang ziehen kann. Ja, ich würde dann doch direkt auch auf die Internet Universality zu sprechen kommen, damit wir das auch als gemeinsame Grundlage haben, um auch dann weiterzusprechen. Also, weil Sie schon angesprochen haben, der World Summit on Information Society 2003 in Genf, 2005 in Tunis war der erste Weltgipfel der Vereinten Nationen, getragen von der ITU, also der Technischen Weltorganisation, wenn Sie so wollen, der Telekommunikation und UNESCO. Und interessant für mich war, weil ich eben auch jemand bin, der in seinem Leben viel mit Presse und Medien und Broadcasting zu tun hatte und auch Marketing,
zu sehen, dass einer der Stakeholder UNESCO von Anbeginn konsequent nicht über Informationsgesellschaft, das heißt ja World Summit on Information Society, sondern über Wissensgesellschaft sprach. Also unter Marketing-Gesichtspunkten eigentlich eine schiere Katastrophe. Da wird zum ersten Mal ein UN-Gipfel über Informationsgesellschaft gemacht und einer der Stakeholder spricht konsequent von etwas anderem. Interessanterweise hat sich das aber sehr durchgesetzt, weil das nämlich genau die Differenz ist. Die Informationsgesellschaft ist, wenn man es sehr platt begreift, die Durchsetzung sozusagen der Industriegesellschaft im digitalen Zeitalter durch Devices, durch Netze und so weiter und so weiter. Während die Knowledge Society eigentlich auf das Gandhi-Wort zurückkommt, jede Technologie hat der Menschen, dem Menschen zu dienen. Und der Mensch in dem Sinne ihrer Forderung sollte die letzte Instanz sein, zu entscheiden, was passiert. Wenn ich mir bestimmte Trends angucke, übrigens einschließlich dessen, was Herr Kurzweil als aus meiner Sicht auch Ideologie verbreitet, das ist ja nicht nur Beschreibung dessen, was vor sich geht, dann ist das sozusagen eine Frage von sozialer Organisation von Technik, wo er sagt, dass wir uns als Menschen heute bereits mit Chips im Gehirn versehen müssen, damit wir der Beschleunigung dieser technischen Entwicklung überhaupt noch Herr werden können. Ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube deswegen ganz bewusst an diesen Hartmann-Satz. Ich glaube nämlich, dass wir uns eben an bestimmten Stellen abkoppeln müssen, um unsere Kritikfunktion zu behalten und um unsere wirkliche Intelligenz zu behalten. Alles, was mir dort gezeigt wird, sagt mir nur, meine Zeit, meine Aufmerksamkeit soll den Maschinen gelten oder ich bin Teil dieses Maschinenprozesses. Nein, ich denke überhaupt nicht daran. Ich benutze diese Maschinen, ich kann ohne die auch nicht arbeiten und leben, aber ich gehe ganz bewusst in die Rolle dessen, was man vor Jahrzehnten, Jahrhunderten Enlightenment genannt hat. Wir müssen uns sozusagen selber wieder aufklären, sagen, wo stecken wir eigentlich drin, in was für einen Prozess und wie wollen wir ihn steuern. Internet Universality sagt exakt dieses. Es ist sozusagen in diesem komplexen Gebäude der Wissensgesellschaft ein konkreter Stone, ein konkretes Podest, auf den die UNESCO jetzt setzt und sagt, es gibt vier Prinzipien. Das eine, es muss human right based sein. Wir haben Menschenrechte. Wir haben übrigens auch nicht nur sozusagen die Menschenrechte, die Sie alle kennen, auf denen auch die Vereinten Nationen aufgebaut sind, sondern eben auch politische und soziale Rechte, die tatsächlich dem Völkerrecht zugehören. Und auf die können wir pochen und auf die können wir bauen. Und die müssen in jeder Art von Anwendung, sei es der Netzanwendung, sei es der Dienstanwendung, berücksichtigt werden. Wenn sie nicht berücksichtigt werden, widerspricht das der Rechtslage. Zweiter Punkt. Das Netz muss offen sein, und zwar in vielerlei Dimensionen, die ich jetzt nicht ausführe. Dritter Punkt, es muss accessible sein. Das ist keineswegs eine technische Komponente allein, sondern es ist eine Lernkomponente, in der man auch die kritische Funktion beibehalten muss. Und es sollte auf jeden Fall, und das tun wir hier wunderbar, multi-stakeholder-based sein, dass genau in Ihrem Sinne ein Dialog darüber geführt werden kann. Ich möchte jetzt eigentlich gerne Fragen an alle weitergeben. Und muss mich jetzt dafür entscheiden, zunächst zu fragen, ein Wirtschaftsunternehmen, das zum Beispiel so ein, oder gehen wir direkt auf Facebook, das so einen Ort hat oder so eine Plattform bereitstellt, die als öffentliche Plattform für sehr viele Leute, eben auch für Politiker, für die öffentliche Meinungsbildung, für als öffentlicher Dorfplatz sozusagen eine wichtige Funktion hat. Könnte diese Plattform sich nicht an diesen Werten orientieren und zum Beispiel sagen, wir blocken oder wir löschen Inhalte, sofern sie gegen die Menschenrechte sind und zum Beispiel nicht gegen Moral in irgendeinem Land? Genau, so funktioniert das bei uns. Es ist tatsächlich so, wir sind nicht das Internet. Das muss man als Erste. Wir sind ein soziales Netzwerk. Social Media ist was anderes als soziale Medien. Das Wort sozial in Deutschland hat einen anderen Zusammenhang. Das, Peter Schaar hat das im Spiegel-Interview vor zwei Wochen gesagt und ich muss sagen, er hat recht. Ja, wir müssen darüber reflektieren, dass Facebook ein Wirtschaftsunternehmen ist. Punkt. Habe ich keine Probleme damit. Und die Frage ist, was bedeutet das? Eigentum bedeutet auch Verantwortung an der Stelle. Ja, und das sind eben Werte, über die man diskutieren muss. Und diese Werte sind aber in diesem Unternehmen auch angelegt. Das heißt, die Nutzungsbestimmung
mögen sie noch so unverständlich sein, das ist das immer, was ich dann entgegenbekommen habe, das ist von Juristen geschrieben für Juristen. Die Frage ist, wie bekommt man es so hin, dass das der Nutzer versteht? Auch das ist etwas, woran wir arbeiten. Auch da sind wir im Dialog mit den Nutzern. Also das sind eben Prozesse, die dahinter laufen. Und auch da muss man verstehen, das Internet ist kein statisches Gebilde und Unternehmen sind keine statischen Gebilde. Man denkt immer, wenn man Facebook hört, dann denkt man gerade hier in Deutschland an diesen Hollywood-Film, der da lief. Das Unternehmen hat sich allein in den anderthalb Jahren, wo ich jetzt dabei bin, schon so weiterentwickelt. Ja, auch die internen Prozesse dort haben sich so weiterentwickelt. Und trotzdem ist es noch ein vergleichsweise kleines Unternehmen, was man aber auch von der Markenbekanntheit dann auch wieder nicht erwartet. Ja, also Google hat 40.000 Mitarbeiter, wir haben 4.000 Mitarbeiter. Das sind einfach dann auch wieder andere Geschichten im Sinne eines bewegenden Objektes, mit dem man es da zu tun hat. Und genau das ist so wichtig, wenn Sie dann diese Rechte und Werte und sowas ansprechen, dass man das eben im Dialog entwickelt. Und es ist kein Zufall, dass wir unseren Sitz in Irland haben für das weltweite Angebot dieses Dienstes. Also das, man muss sich vorstellen, Facebook wird betrieben aus zwei Gesellschaften. Eine Gesellschaft, die den Dienst anbietet für alle US-Amerikaner und Kanadier und eine Gesellschaft sozusagen mit Sitz in Europa für den Rest der Welt. Das heißt, egal ob Sie in Brasilien, Japan oder Schleswig-Holstein sitzen, Sie bekommen den Dienst aus Irland. Und jetzt kann mal wieder jemand sagen, aber es ist aber nicht fair. Ja, dann ist da möglicherweise irgendwas im System, was wir beheben müssen durch die Datenschutzgrundverordnung, um einen einheitlichen Level zu bekommen. Ja, und das ist mir ganz wichtig, dass man da auch versteht, man ist da an der Stelle in Einzelfragen vielleicht unterschiedlicher Meinung. Aber die grundsätzliche Meinung, dass es darum geht, Vertrauen für die Nutzer dahin zu bekommen, durch ordentlichen Vollzug von Rechten, durch Verstößen auf der Plattform beispielsweise, das ist ganz wichtig. Denn nur das schafft am Ende des Tages Vertrauen, dass man tatsächlich dann auch etwas bewegen kann für die Nutzer. Denn wir haben nur ein Leitmotiv, um das zum Abschluss zu sagen, ein Leitmotiv des Handelns bei Facebook, und das ist ein positives Nutzererlebnis. In dem Augenblick, wo Nutzer in Scharen die Plattform verlassen, weil sie sagen, da ist irgendwie was nicht funktioniert, dann, weil das in Echtzeit funktioniert, können wir dagegen steuern und steuern wir dagegen. Also das ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Und natürlich wissen das auch alle auf der anderen Seite, dass Vertrauen im Grunde genommen die Währung in dieser webbasierten Gesellschaft ist. Man ist nämlich dort mit einem Klick beim Wettbewerber. Auch das ist wichtig zu verstehen. Es gibt ja Wettbewerber da draußen, so ist das ja eben nicht. Und jetzt hier Hintergrundmusik, damit ich aufhöre, oder? Fahrstuhl muss noch zwei Tage. Gut, also das, um das dann an der Stelle abzuschließen, ich hoffe, damit sind die Fragen so ein bisschen beantwortet. Ja, die Überleitung ist jetzt nicht ganz so einfach. Sie haben ja zwei Institutionen, wir haben die auch hier auf der rechten Seite sitzen, die sehr, sehr langfristig auch denken können und zum Beispiel eben auch für die nächsten 20 Jahre, für die Wissensgesellschaft der nächsten 50 Jahre oder für noch kürzere oder längere Zusammenhänge. Auf der anderen Seite natürlich Legislaturperioden, die eher 4 oder 5 Jahre dauern und Institutionen, die sich eben auch immer wieder legitimieren müssen, nicht nur von Kunden, sondern eben wirklich von Wählerinnen und Wählern. Jan, es sind jetzt sehr, sehr viele Punkte angesprochen, zu denen du auf jeden Fall sicher etwas sagen möchtest. Könntest du auf jeden Fall auch nochmal diesen internationaleren Punkt mit reinbringen, welche Aufsichtsgremien, welche Möglichkeiten der Kooperation für Netzregulierung, wie zum Beispiel zwischen Extremen von ITU bis UNESCO stärker noch einbinden müssen oder was dann noch passieren muss? Ja, zunächst einmal muss man, glaube ich, akzeptieren, dass man die Digitalisierung und die technologischen Fortentwicklungen nicht abgekoppelt von der Frage der Globalisierung und der Rolle der Menschen und der Staaten und der Demokratie und der Gesellschaft in der Globalisierung betrachten kann. Ich glaube einfach, dass man da auch nicht naiv sein darf, wenn man zum Beispiel in die ITU guckt, dann sieht man heute ganz klar eine Mehrheit nicht demokratischer, repressiver Regime, die dort entscheiden können. Und sie werden entscheiden und sie tun es, sie haben es auch schon. Und das ist die Realität der internationalen Lage von Staat und Gesellschaft und Politik.
Die Lage der Internetregulierung ist die, dass mit der ICANN und, sage ich mal, den selbstregulatorischen Mechanismen, die sich entwickelt haben in der Entwicklung und der Erfindung des Internets, die Rolle der Staaten im Grunde genommen keine große Rolle spielt. Die Rolle der Demokratie am Ende eigentlich sogar gar keine Rolle spielt. Die Frage, welche Bedingungen Facebook stellt oder welche Rolle Regeln auf diesen Märkten, es sind ja ganze Märkte wie Google, Apple, kreieren, welche Regeln da gelten, die ist fernab der Entscheidungsmacht des Deutschen Bundestages. Da müsste das Bundesverfassungsgericht eigentlich den ganzen Tag hier rumtanzen und sagen, was ist eigentlich mit dem Grundgesetz. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass diese Aussage des Multi-Stakeholder-Prozesses, ich finde es grundsätzlich auch richtig, aber ich glaube, so ganz einfach das herauszusagen, ist unglaublich schwierig. Denn wenn es uns nicht gelingt, die demokratische Legitimation politischer Entscheidungen auch im digitalen Raum und in der Globalisierung insgesamt wieder zu stärken und sichtbar zu machen und rechtsgültig zu machen, effektiv rechtsgültig zu machen, dann werden die Leute nicht einem Multi-Stakeholder-Prozess von Facebook folgen, sondern die komplette Renationalisierung nicht nur des Internets, sondern der Welt fordern. Und das ist das, was wir in Europa und in den USA derzeit erleben. Und das ist das, was uns in der Zukunft aussteht. Die Menschen haben eine Regressbewegung, weil sie sehen, das ist die Situation ist, die Finanzmärkte, die Geheimdienste und die großen Konzerne stehen über den Regierungen. Und das ist die Entwicklung, der wir sozusagen gegenüberstehen. Und die Antwort darauf kann nur sein, dass wir die demokratische Legitimität von Entscheidungen, von Regeln und von Spielregeln auch im Internet wieder sichtbar machen und gültig machen. Und ich glaube, da sind wir alle in der Verantwortung, wie gesagt. Und es kann nicht darum gehen, dass die Verbraucher akzeptieren müssen und das so ihre Verantwortung deutlich machen. Und die Multi-Stakeholder-Eliten, nenne ich sie jetzt mal, treffen sich irgendwo in Genf oder noch weiter weg und vereinbaren die technischen Standards, die das regeln, was Frau Spiekermann hier sozusagen als Zukunft rausgelegt hat. Das kann einfach nicht sein und das wird nicht erfolgreich sein. Und insofern glaube ich auch, dass man nicht hysterisch, das ist der falsche Ansatz, aber man muss radikal offenlegen, die Lage, in der wir uns befinden, um realistische Lösungen zu finden. Nur so werden wir die Herausforderungen am Ende bewältigen können. Was meinst du damit? Also was meinst du mit offenlegen? Welche Instrumente kann man dafür benutzen? Na, man muss erstmal akzeptieren, dass es offenbar nicht möglich ist, zum Beispiel gesetzgeberische Entscheidungen derzeit international zu treffen. Studien ja, gesetzgeberische Entscheidungen, jedenfalls in unserer Richtung, nein. Man muss also akzeptieren, dass wir in einer politischen Machtauseinandersetzung in der Welt um die Findung richtiger Regeln sind. Und in einer politischen Machtauseinandersetzung, und das sage ich übrigens gerade als Europapolitiker, müssen gerade wir Deutschen endlich lernen, dass wir in der Welt keine starke Stimme mehr sind in dieser Entscheidung. Der Marktauseinandersetzung genauso wie der Auseinandersetzung über die gesellschaftlichen Grundlagen. Sondern es wird nur gelingen, wenn wir gemeinsam als Europäer und möglichst über diesen Schritt, dort wo die Brücken bestehen und möglich sind, auch transatlantisch, unsere Regeln demokratisch gemeinsam diskutieren und entscheiden. Nur dann werden wir am Ende auch eine Zukunft bekommen, die so aussieht, wie wir sie uns heute vielleicht als Chance ausmalen, dass wir sie erreichen. Da gibt es eine Nachfrage oder einen Kommentar. Dann kommt da sofort ein Mikrofon. In den Koalitionsverhandlungen in der letzten Zeit ist offenbar häufiger das Stichwort Völkerrecht des Netzes gefallen. Mich würde mal interessieren, was kann man darunter vielleicht verstehen, was ist damit gemeint und in welchen Strukturen kann man da ansetzen, um sowas vielleicht zu verankern? Thomas, jetzt nochmal. Ja, ich habe vorhin schon mal versucht, darauf so in einem Nebensatz zu reflektieren, dass das bei Heise berichtet wurde aus der Innengruppe. Also ich bin nicht Mitglied in der Innengruppe, aber das Denken, was dahinter steckt, ist, glaube ich, auch bekannt mittlerweile. Nämlich die Frage halt eben dessen, genau das, was Jan-Philipp Albrecht sagt, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, gesetzgeberisch auf die Dinge halt eben Einfluss zu nehmen. So, und da unterscheiden wir uns, glaube ich, in einem Punkt, weil ich glaube, dass der Multi-Stakeholder-Ansatz nicht der Multi-Stakeholder-Ansatz von Facebook ist, sondern von vielen gesamtgesellschaftlichen Gruppen.
und dass er sehr effektiv ist und tatsächlich global, und darum geht's ja, global Regeln auszurollen. Ob das bisher in allen Punkten immer für alle zufriedenstellend war, weiß ich nicht, aber man trifft natürlich hier treffen auch Kulturen aufeinander. Und wir haben im letzten Jahr sehr stark die Diskussion geführt, ob die ITU künftig zentrale Regulierungsfragen des Internets übernehmen soll. Und hinter der ITU stecken zunächst erstmal eigentlich Staaten und Regierungen. Und die Sorge, die viele hatten, die ich auch geteilt habe und wo sich die Bundesregierung am Ende auch stark gemacht hat und hat dieses ITR nicht unterzeichnet, ist, dass wenn man über Staaten redet, wir nicht nur von der Bundesrepublik Deutschland und von Holland und möglicherweise noch ein paar anderen netten europäischen Ländern reden, sondern dass der Großteil der Staaten eben nicht demokratisch organisiert sind, sondern dass wir über den gesamten chinesischen Raum, über den russischen Raum, über arabische Räume reden, die halt ein großes Interesse daran haben, auch ein nationales Internet zu bauen. Und zwar nicht, um ihre Datensicherheit zu erhöhen, sondern um den Staat, einem totalitären System, mehr oder minder totalitären System, den Zugriff und die Überwachung zu erlauben. Und da wollen wir nicht mitmachen. Und deshalb hat die Enquete-Kommission auch klar beschlossen, Multistakeholder ja, unter der Prämisse, dass auch zukünftig Entscheidungen getroffen werden, die freiheitlich orientiert sind und offen. Also Offenheit und Zugriff, Accessibility, das sind, glaube ich, die ganz entscheidenden Dinge, die man halt da eben hat. Und wenn ich das noch anhängen darf, glaube ich, dass sehr richtig war die Aussage, 2000 Jahre kulturhistorische Erfahrung und auch vielleicht machtpolitische Erfahrung und Checks and Balances, die können nicht einfach über Bord gehen. Ja, ist alles richtig, aber die Frage ist, wer diesen Wandel momentan organisiert. Und dieser Wandel wird nicht mehr auf einer gesamten gesellschaftlichen Breite, sondern ich habe vorhin mal Schatzeshalber gepostet, das heißt Schatzeshalber, man ist selbst ambivalent. Ich freue mich auf meinen Pflegeroboter, wenn ich mal alt bin. Das hat hier irgendjemand schon kommentiert. Es ist ja auch so, wenn ich gerade so sehe bei meinem eigenen Vater, wie das so ist, ich glaube, der würde sich das auch wünschen. Das ist sozusagen das Nugget, ja, was da ist. Das ist dann nicht so ein Stahlskelett, sondern möglicherweise eine echte Hilfe, wo man auch eine emotionale Bindung zu hat. Und deshalb alles, was entwickelt wird, das wird halt auch irgendwie kommen. Und das hat aber nicht nur diese nette Seite, sondern es wird auch ganz andere Seiten haben. Und die Standards werden von irgendwelchen Nerds in den Kellern des Valley und vielleicht noch irgendwo in China oder in arabischen Staaten, die ganz strategisch auf diese Dinge setzen, gemacht. Leute, die vielleicht sich in Dreck interessieren für 2000 Jahre Kulturhistorie. Wenn man im Valley einmal sieht, wie da die Stimmung ist, ja, disrupt everything, go out and disrupt everything, dann weiß man doch, was da passiert. Und das bezieht sich doch nicht nur auf Branchen, Produkte, Technologien, das bezieht sich auch auf Gesellschaftsordnungen. Und das wird eine interessante Auseinandersetzung sein, wo wir, und da kommt der letzte Zusammenschluss zu dem Thema NSA und all dem, wo wir einfach totale Infrastrukturen verloren haben. Und da geht es nicht um die Frage von Arbeitsplätzen, ein paar Jobs, ob hier irgendwie ein Cisco- und Router-Hersteller in Deutschland sitzt oder irgendwo anders. Und das kann man ja auf alle Branchen ausrollen, des Netzes. Sondern hier geht es eben auch um eine Machtfrage. Ganz klar. Diejenigen, die diese Infrastrukturen besetzen, weiterentwickeln, ja, Jimmy Schulz hat im Bundestag mal gesagt, Code is Law. Da ist in gewisser Weise hin. Trifft es halt eben zu. Und wenn wir das alles verlieren, verlieren wir nicht nur eine wirtschaftliche Perspektive, sondern wir werden in den 20 Jahren, wo was auch immer an Singularität passiert oder nicht, werden wir effektiv nicht mehr mitsprechen können. Gesetzgeberisch wie technisch. Noch eine Nachfrage dazu. Was bedeutet das denn dann? Jetzt ist es aktuell hauptsächlich die USA, die Entwicklung kontrollieren kann, koordinieren kann. Es sollen aber auch nicht alle Staaten sein, weil dann auch Nicht-Demokratien dabei sind. Heißt das, wir haben dann eine Koalition der Demokratien unter Freunden, die sich nicht überwachen? Also ich weiß ehrlich gesagt, also ich glaube, die USA haben immer noch eine andere Perspektive. Die sagen, wenn uns das Jobs bringt, dann sollen die mal machen. Ja, die sind da irgendwie etwas anders strukturiert als wir und deshalb habe ich auch nicht den Eindruck, dass in den USA politisch auf diese Prozesse so ein starker Einfluss genommen wird. Im Gegenteil, man ist eher hinterher, wenn es solche Giganten gibt, kleines mittelständisches Unternehmen. Facebook, sagt Gunnar Bender, am Ende ist ja so, dass die vier Großen so eine Börsenkapitalisierung haben, wie die gesamten deutschen DAX-Werte, glaube ich, die ganze deutsche Börse zusammen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was man mit 4000 Leuten organisieren kann. Am Ende sagen die Amis halt eben dann doch häufig, wenn uns das Jobs bringt, dann
setzen wir uns halt dafür ein. Und insofern, wo die Allianzen sind, die muss man halt eben erstmal suchen. Ich habe großen Respekt davor, was hier geschafft wurde mit dem Thema Datenschutzverordnung auf europäischer Ebene. Und ich bin ein Stück weit auch davon fasziniert und auch gespannt zu sehen, ob das funktioniert, ob so ein europäisches Gegengewicht, das ist der erstmalige Versuch, ob die Macht dessen reichen wird und ob das halt eben wirklich zieht. Ich hoffe ja, aber es ist noch nicht entschieden aus meiner Sicht. Ja, wir haben viele Nachfragen im Raum. Wo ist denn das Saalmikro? Der Herr im weißen Hemd. Ja, Bär, mein Name. Ganz einfacher Privatmensch. Ich weiß nicht, wie ehrlich die Unmacht ist, die Sie auf dem Podium demonstrieren. Und obwohl Sie den Positivismus ein bisschen gefördert haben wollten, möchte ich doch was Negatives mitteilen, weil es dann den Kontrast darstellt, damit man das Positive vielleicht dann auch besser bemerken oder erkennen kann. Also ich finde es schon wichtig zu sagen, dass wir heute wissen, welchen Schädigungsgrad, welchen Verwundungsgrad man erzielen kann durch die heutigen Möglichkeiten, die es im IT und Computer-, Roboterwesen, wie es auch immer gibt, nehme ich also nicht nur die nützliche Seite, sondern also auch die negative Seite. Wann schon kognitive Überforderungen stattfinden. Ein Naivling, der diese Grenzen nicht erklärt bekommt, weil es Bereiche sind, die nur verspürt werden können. Und die Behauptung, dass man das noch nicht beschreiben könne, ist gelogen. Es ist exakt beschreibbar, was und wann welcher Schädigungsgrad wo erzeugt wird. Es ist die Frage nur, warum man es nicht öffentlich macht. Des Weiteren, was der Sinneswahrnehmungskorsett, da komme ich ja schon zur Frage, Sinneswahrnehmungskorsett betrifft, da findet eben nicht nur Überreizung statt. Das will ich damit sagen. Es geht viel weiter. Wir können konkrete Gesundheitsschädigungen zuweisen. Und deswegen komme ich an den Punkt, zwei Fragen. Da das Recht und da die Politik versagt, auch das der Fall ist, kommen wir eigentlich in die altbewährte Politik, die man aufziehen muss. Man muss Schädigungsart und Verletzungsart mit der Zuweisung der Verursacher öffentlich per Namen nennen und auf eine Plattform stellen und so in die Plattform stellen, dass keiner an diese Schaden und Verletzungen, die man definitiv ermittelt hat, vorbeikommt. Frage ist, warum ist das nicht erlaubt, zulässig, warum macht das keiner? Und der letzte Punkt ist, ein Naivling, und gestatten Sie mir, Herr Bender, ich weiß um Ihre Rolle, Sie haben ja eigentlich nur Schadensermittlungen vorzunehmen und einzugrenzen und zu verharmlosen, weil Sie sind ein Nachläufer, weil ich glaube auch Facebook selbst sich noch gar nicht um sein Verantwortungsmaß bewusst ist. Und deswegen sage ich, ein Naivling muss man aufzeigen, das wäre eine andere Plattform, wo Verletzungen, Schäden entstehen, und zwar in den Frühphasen. Da braucht Ermittlungen auch Zuordnung. Und dieses wird nicht gewährleistet. Stattdessen wird alles schön auf dem Markt verstreut. Die Leute sollen erst in den Brunnen fallen, um dann die Erfahrung zu machen. Herr Bender, das ist so ein altpädagogischer Anspruch. Mein Gott, damit müsste man sie eigentlich kommunikativ bestrafen. Wir sind wirklich in der Zeit so... Ja, also ich will nur sagen, heutiger Pädagogismus, also nicht im Brunnen, nicht im Brunnen fallen sagen, lassen, sondern vor dem Brunnen warnen. Das muss der Anspruch sein, ja, vor dem Brunnen warnen. Ich glaube, es ist angekommen. Da hinten war eine Meldung und hier vorne. Ja, Holznagel, ich gehöre zu dieser seltenen Spezie der Juraprofessoren und fühle mich natürlich herausgefordert. Ich glaube, dass das Recht schon heute greift, die Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass Unternehmen nationale Werteordnungen befolgen, die haben wir. Es gibt zwei zentrale Instrumente, um das zu bewerkstelligen. Das ist zum einen dieses Marktortprinzip, was jetzt in der Grundverordnung eingeführt werden muss. Also jedes Unternehmen muss den rechtlichen Regeln folgen, die eben für sein Geschäft vor Ort gelten. Und das zweite sind die Haftungsregeln. Wenn Sie gerade bei Internetunternehmen für Access Provider, Host Provider die Haftungsregeln nur ein bisschen ändern, haben Sie enorme Steuerungserfolge. Sie müssen natürlich das ändern wollen und Sie müssen das dann auch durchsetzen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die ganze Sache etwas anders läuft. Also bei der E-Commerce-Richtlinie hat man ja eine weitgehende auf Recht weitgehend verzichtet.
Herr Albrecht, das ist die Frage an Sie. Und manchmal denke ich, gibt es eigentlich Absprachen auf europäischer Ebene, so, die da so lauten, wir lassen eure Internetindustrie zufrieden und dafür dürfen wir Autos in den USA beliebig verkaufen? Also ich hab das Gefühl, dass vieles auch verlogen ist. Also wenn man wollte, kann man, wäre da meine These. Vielleicht darf ich noch eine Frage kurz an Herrn Jacombek loswerden. Wir haben ja schon häufiger darüber diskutiert. Recht funktioniert natürlich nur dann, wenn die Wirklichkeit noch irgendwie das erlaubt, das Recht durchzusetzen. Und wir haben doch das Riesenproblem in Europa, dass wir keine vernünftigen großen Internetunternehmen haben. Also im Kern muss es doch darum gehen, den nächsten Innovationszyklus anders zu gestalten. Und das wird wahrscheinlich nur mit der Politik gehen. Und da sind, glaube ich, Sie gefragt. Also da sind dann in der Tat solche Fragen wie, kann man ein Ministerium einrichten, kann man das vernünftig strukturieren in den Bundesministerien? Ja, danke, Herr Holznagel. Da kann man natürlich jetzt auch noch eine halbe Stunde über das transatlantische Freihandelsabkommen diskutieren. Wollen Sie ganz kurz antworten? Und vorher nehmen wir noch willst du noch zwei Sätze sagen dazu? Also das würde ich sehr gerne. Ja, okay. Ich würde sehr gerne noch ganz kurz was dazu sagen, bevor ich leider, sorry dafür, schnell zum Bahnhof muss. Aber ich glaube, dass diese Frage, wir können, wenn wir wollen, die zentrale Frage ist. Warum funktioniert das manchmal nicht sozusagen? Es ist wirklich so, wir sind an einer Zeitenwende, in der niemand die Antwort parat hat und die Wahrheit mit Löffeln gefressen hat. Das muss man einfach so sagen. Auf der anderen Seite ist auch klar, wir haben immer Lösungen gehabt in der Politik und im Recht. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass es mutige politische Entscheidungen gibt, das Recht auf die neue Zeit zu übertragen, sozusagen. Das heißt nicht Renationalisierung, sondern zum Beispiel mit dem Weg des Marktortprinzips durchaus Recht durchzusetzen kann man. Und da sozusagen der Verweis eben darauf war, dass wir im Europäischen Parlament die Entscheidung über die Grundverordnung getroffen haben, die haben wir nämlich getroffen, muss ich den Ball zurückspielen. Wir können diese Entscheidung nicht alleine treffen. In der Europäischen Union entscheiden zwei Gremien gleichberechtigt und das andere Gremium ist der Ministerrat. Und es ist einfach so, dass die Minister in allen europäischen Staaten meines Erachtens noch nicht die Zeichen der Zeit erkannt haben. Und leider ist es eben durchaus auch die Bundesregierung, die im Ministerrat noch nicht die Rolle spielt, die ich mir von ihr wünschen würde in dieser Auseinandersetzung. Und da fehlt ein Stück weit der politische Wille und der Mut. Am Ende ist es ein Deal, den wir machen und auch eine Win-Win-Situation, die wir hier erreichen können und die zu ergreifen, das erfordert immer Mut. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, diesen Mut zu zeigen und das zu tun und sich eben nicht auf irgendwelche Deals einzulassen, die zwar kurzfristig vielleicht einem die Entscheidung einfach machen, nämlich so nach dem Motto, wir lassen den Druck raus, indem wir weiter unsere Autos verkaufen können und dafür wird was anderes sozusagen bei uns abgeschwächt. Das ist der Deal, der wurde über 15, 20 Jahre gemacht und das ist ein Race to the Bottom langfristig, weil man sich nicht auf gemeinsame Grundlagen einigt, sondern im Grunde genommen die gegenseitige Anerkennung, die Interoperabilität in der Welt walten lässt. Das ist letztendlich deregulieren durchs Nichtstun und das darf nicht passieren. Und Entschuldigung fürs früher gehen. Dankeschön. Ich will noch kurze Fragen. Ja, hallo. Das sagen wir auf das was. Oder? Hallo. Ja. Ja. Und zwar wurde hier ja öfter über Multistakeholder-Sachen gesprochen und mir persönlich fällt halt gerade auf, dass genau diese Ansätze gerade fundamental kaputt gehen. Also ja, das hat man gesehen, Klimagipfel, das sieht man in Brüssel gerade zur Netzneutralität, wo konsequent die Zivilgesellschaft ausgeschlossen wird aus den Sachen, die in anderthalb Wochen entschieden werden. Wie wollen Sie denn, also vor allem die Frage an Herrn Zombeck, wie wollen Sie denn sicherstellen, dass dort überhaupt eine sinnvolle Art von Multi-Stakeholder-Ansätzen gefahren werden können? Weil wir sehen ja zum Beispiel in Brüssel mit EDRI, ja, wir sind jetzt sozusagen einer von vielleicht 30 Gruppen oder so, die sich gegen gegen knapp 30.000 Gruppen dort durchsetzen müssen als Bürgerrechtler, die extrem viel besser ausgestattet sind, die sehr strategisch irgendwie
mehr arbeiten können und sozusagen auch sehr langfristig, während wir sozusagen sehr viel Energie da reinstecken und uns sozusagen kurz vor knapp gesagt wird, geht weg. Und das ist halt schon eine Sache, die ich eben sonst sehe und auch glaube, dass sozusagen, also mein Vertrauen darin, dass das hier in Deutschland besser funktioniert, ist nicht besonders hoch und auch nicht bei der Großen Koalition. Also darum die Frage, wie glauben Sie, dass man das sicherstellen kann, dass es diese Multistakeholder-Ansätze sinnvollerweise gibt und vor allem auch, wie man sozusagen diese Organisationen, die sich halt um so Grundlagensachen kümmern, dort viel besser unterstützt, also ob das finanziell ist oder anders. Das passt ja auch im Prinzip zu dem, wo wir gerade anschließen wollten. Was ich wichtig finde, da vielleicht auch nochmal die Möglichkeiten der Beteiligung übers Netz auch anzusprechen. So, jetzt dann hab ich damit jetzt einen ganzen Komplex Fragen. Ich will nämlich Professor Holznagel auch nicht schuldig bleiben. Und Jan-Philipp Albrecht, der halt eben sagt, es kommt jetzt auf die Bundesregierung an, dem schiebe ich erstmal den Nachsatz, dass ich mir das persönlich sehr gewünscht hätte und immer noch wünsche, dass wir am Ende mit grünen Ministern in der Bundesregierung sitzen und nicht mit Sozialdemokraten verhandeln müssen. Das ist meine ganz persönliche Auffassung dazu. Und ich hätte mir auch mehr Mut von den, darf man sagen, bei der Heinrich-Böll-Stiftung, mehr Mut von den Grünen gewünscht, hier auch mal einen neuen Weg zu gehen und hier in eine richtige Regierung einzusteigen. Das hätte der Demokratie und der politischen Kultur in diesem Lande sehr viel besser getan, als das, was da momentan läuft. Das ist natürlich unser Grünen-Vertreter gerade weg. Ja, also, das führt mich dann direkt zu dem Punkt 2, ja, weil wir müssen natürlich für diese Dinge halt eben auch kämpfen. Das ist ganz klar. Ich sitze ja hier auch nicht und sage, das wird jetzt die Strategie der neuen Bundesregierung sein. Wir wissen auch gar nicht genau, wie sie ist. Das wird ja dieser Tage verhandelt und selbst wenn der Vertrag fertig verhandelt ist, weiß man immer noch nicht genau, ob das dann schon bindend genug sein wird für die Politik. Und natürlich gibt es auch in meiner Fraktion, auch bei den Sozialdemokraten, Leute, die finden das alles total nervig, keine Ahnung, mit Multistakeholder ansetzen. Und ich persönlich bin ein Fan davon. Also, weil ich glaube auch, dass sie sich bewährt haben. Das ist ein zutiefst konservativer Gedanke. Warum soll ich denn jetzt eine Struktur verändern, die insgesamt das Internet so erfolgreich gemacht hat und die bis heute halt eben eine so hervorragende Regulierung, ist das falsche Wort eigentlich dafür, ja, so eine gute Governance halt eben erzeugt hat. Und deshalb glaube ich, aus konservativem Aspekt heraus sollte man das jetzt erstmal fortführen, solange ich keine Anzeichen habe, dass es hier irgendwie Probleme gibt. Und dafür setze ich mich ein und auch, glaube ich, alle die in der Enquete-Kommission waren und das so beschlossen haben. Kann ich nicht anders sagen. Und vereinzelte Schlachten in Brüssel dürfen auch nicht den Blick auf das große Ganze verstellen, nämlich wenn man insgesamt mal auf nochmal auf ICAN, bitte? Ja, aber wenn man nochmal auf ICAN und die ganze globale halt eben Struktur eben guckt, ist das ja auch nur ein Teil dessen. Darf man sich auch nicht, also, ne, wie auch immer. Was Professor Holznagel sagte, er hat das Privileg, Rechtsprofessor zu sein. Ich habe das Privileg, kein Rechtsprofessor zu sein. Und deshalb bitte ich, dass ich nicht gucke auf die Frage, was juristisch machbar wäre, sondern auf das, was halt eben tatsächlich in den letzten 10 Jahren passiert ist. Und das war das, was ich vorhin schon mal beschrieben habe, nämlich, dass ganz offensichtlich massive Entwicklungen entstanden sind, auf die wir keinen Einfluss mehr am Ende hatten. Denn am Ende, wenn das Produkt da und ausgerollt ist und die Nutzer sagen, es ist fantastisch, dann wird es sehr schwierig sein. Also kein Datenschützer wird tatsächlich durchsetzen können, dass man irgendwie, ich sag mal, Safe Harbor Act kündigt und von morgen an Google, Facebook und all die anderen Angebote aus Deutschland nicht mehr erreichbar sein werden. Dann gibt es hier einen Aufstand. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine Illusionen hinzugeben. Und deshalb ist meine persönliche Perspektive eher die, wie können wir eigentlich auf die Dinge Einfluss nehmen, von denen wir sehen, wie jetzt Frau Professor Spiekermann das dargestellt hat, die kommen werden und wo aber die Stakes noch nicht so groß sind wie bei den Fragen heute. Und insofern glaube ich, wäre es eine gute Sache, wenn die neue Bundesregierung sich des Themas einmal annehme, so eine Art Robotergesetzgebung halt schon mal in Angriff zu nehmen und zu gucken, was sind hier die elementaren Dinge, die erfüllt sein müssen und über die wir jetzt noch einigermaßen gut reden können, ohne dass bei jedem zweiten zu Hause schon so ein Ding irgendwie, naja, den Boden putzt es ja vielleicht sogar schon. Deinem Kollegen hat der Roomba sogar einen Namen bekommen von den Kindern, weil sie das wie so ein Haustier angesehen haben. Also das als empirischer Beleg mancher Thesen. Und was das Thema halt eben betrifft, so habe ich dann auch Ihre letzte Frage verstanden, brauchen wir jetzt einen Internetminister? Ich glaube, da haben auch alle in der Enquete gesagt, ja.
Aber nicht, um jetzt deutsche Player im Internet aufzuziehen, denn das ist ja von der Telekom gepusht worden. Die Frage, brauchen wir jetzt sozusagen den Airbus im Internet, also so eine Art Superministerium, was jetzt mit riesigen staatlichen Geldern das neue Google in Deutschland plant. Ich hielte das für gefährlich, weil ich mir nicht sicher bin, ob dann in die richtige Richtung entwickelt wird. Sowas kann keine Behörde organisieren. Ich fände es wichtiger, wenn man einmal Schnittstellen öffnet. Thema ist Open Data. Was man alleine, ich habe ja gesagt, war in der Verkehrsgruppe, was wir da alles an Datenschätzen haben, wenn man die mal öffnet, das könnte in diesem ganzen Bereich Verkehrs-ITS, könnte das dermaßen Innovationspotenziale freisetzen von irgendwelchen Tüftlern und Companies, die hier entstehen. Das wäre, glaube ich, sehr viel hilfreicher. Und da müssen wir die Bedenkenträger endlich mal irgendwie, die muss man jetzt da zurückdrängen und die Enabler nach vorne stellen. Und dann kommt das Zweite, wenn jetzt jemand die super Innovation hier in Deutschland macht, wo geht er dann als nächstes hin? Und meine persönliche Lernkurve sagt, viele gehen dann in Silicon Valley, weil die sagen, das ist viel einfacher, als zweites den US-Markt zu bespielen, als diesen total fragmentierten europäischen Markt. Und das kann ja nicht richtig sein, dass es einfacher ist, nach Palo Alto zu gehen, als nach Den Haag oder Amsterdam, weil jedes europäische Land, klar, die Sprachvielfalt haben wir, aber die Verbraucherschutzregeln, die Datenschutzregeln, die alles Mögliche. Ja, und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass die Europäische Union, wir auch, aber innerhalb des Europarates, zu versuchen, hier möglichst schnell Standards zu machen, die das auch dem kleinen Gründer ermöglichen, sein Produkt, ohne dass er teure Rechtsanwälte braucht und ständig in irgendwelchen Risiken lebt, relativ nahtlos europaweit ausrollen zu können. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Fragestellung. Ja, Sie haben den Gong gehört. Wir haben nur noch wenige Sekunden, Minuten Zeit für noch zwei abschließende Kommentare. Sie hatten schon lange gesagt, dass Sie auf jeden Fall darauf Bezug nehmen möchten. Also ich bin Herrn Holznagel sehr dankbar, dass er nochmal darauf hingewiesen hat. Natürlich haben wir Instrumente. Wir müssen allerdings willens sein, sie anzuwenden. Die Motivation dafür kann nur sein, dass man begreift, dass sich das Internet eben nicht nur im Sinne von Governance einfach wunderbar entwickelt hat, sondern eben auch sehr komplex, um nicht zu sagen auch sozial schädlich entwickelt hat. Wer von Ihnen gelesen hat, den Kommentar von Sir Berners-Lee, einer der Väter des Internet, der zum 20-jährigen Jubiläum interessanterweise im Lufthansa Exclusive Magazin unter der Überschrift Inspirations zu neuen Geschäftsmodellen of Sharing etc. folgenden Kommentar abgegeben hat, nicht die Revolution frisst ihre Kinder, sondern die erfolgreichsten Kinder, es sind nur 4 oder 5 oder 6, fressen die Revolution. Sie können sich denken, was damit gemeint ist. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Und die Revolution war eben tatsächlich ein, ich sage das mal ganz bewusst, revolutionäres Instrument der Menschheit. Das revolutionärste Instrument der Menschheit überhaupt wurde sozusagen gekapert von 4 großen Konzernen, die der Welt sozusagen ihre Regeln aufgedrückt hat. Und ich glaube, wir sind gut beraten zu sehen, dass wir heute darüber zu entscheiden haben, im Sinne, was Herr Albrecht auch gesagt hat, wir haben Regeln in Europa. Wir haben auch ein Selbstverständnis. Wir haben auch ein Werteverständnis in gewisser Weise aus unserer Geschichte. Nutzen wir es doch. Luhmann hat gesagt, es gibt immer nur 2 Dinge, Institutionen und Verfahren. Meine Skepsis, ich sehe auch keine Alternative zum Multi-Stakeholder-Ansatz, aber wir müssen Verfahren entwickeln, damit eben auch die Zivilgesellschaft mit ihren Interessen vorkommt und nicht nur die Großen der Industrie. Da bin ich anderer Meinung als Sie. Wir müssen diese Verfahren sehr genau in den Blick nehmen und wir müssen auch schauen, was gibt unsere Rechtskonstruktion bisher her. Ein Beispiel, ich hatte in der Akademie der Wissenschaften das Thema Europäische Datenschutzverordnung. Ich habe mich mit Händen darum bemüht, die Ministerin oder mindestens den Staatssekretär oder die Staatssekretärin des Justizministeriums zur Europäischen Datenschutzverordnung zu bekommen. Es war erst im Juli. Kein Mensch hatte Zeit dafür. Und dann wurde das Thema plötzlich sehr virulent. Ich glaube, es gibt aber heute noch immer keine gemeinschaftliche Antwort unserer Politik in Deutschland. So viel. Ich mach's kurz. Mir ist wichtig, dass wir genau das öfter machen, was wir heute machen, dass wir miteinander reden, um genau diese Fragen auch aufzuwerfen. Das Problem ist nämlich, dass selbst wenn man sich dann über die großen Bilder verständigt,
der Teufel im Detail steckt. Und es wird nicht einfacher dadurch, und das sage ich auch nochmal, dass man eben beispielsweise in Deutschland 18 Datenschutzaufsichtsbehörden hat. Die, wenn die eine sagt, das finde ich gut, findet die andere schon mal per se wieder doof, führt dazu, dass eben Öffentlichkeitsarbeit als Regulierungsinstrument eingesetzt wird, wenn man an die Grenzen des Rechts stößt, weil wir etwas machen, was tatsächlich im deutschen Recht angelegt ist, dass wir unseren Sitz in Irland haben und damit die irische Aufsichtsbehörde uns auditiert und diese ganzen anderen Geschichten laufen. Das kommt nur tatsächlich draußen in der Öffentlichkeit anders an und führt zu einer Schräglage, gegen die man dann wieder ankommunizieren muss. Und ich glaube, es ist im Interesse aller Beteiligten, dass man in diesen Dialog einsteigt, um aufzuzeigen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich habe mich vor 2 Tagen 5 Stunden mit dem Hamburger Datenschutzbeauftragten unter universitärer Aufsicht zusammengesetzt, um einen informellen Dialog zu führen. Weil es besteht keine rechtliche Pflicht, dass ich mit ihm spreche. Trotzdem möchte ich als Botschafter zwischen den Kulturen seine Ansichten auch aufnehmen, damit es in das Produkt auch einfließt, was es nämlich bereits tut. Nur darüber redet beispielsweise in Deutschland niemand. Und dass ich auch noch, und das ist der letzte Satz, dass ich auch als Callcenter hier in Berlin für die Grünen agiere, die nämlich sehr intensiv Facebook nutzen, mache ich gerne. Wichtig wäre mir nur, dass man an der Stelle auch darüber sprechen kann. Ja, es ist einfach so, Facebook ist ein Kommunikationswerkzeug, das man nutzen kann. Und Facebook ist das, was man daraus macht. Und insofern haben Sie es in der Hand, was Sie daraus machen, wenn Sie es benutzen. Und insofern sollte man diesen Dialog weiterführen. Ja, Dankeschön an alle Referenten, dass Sie hier waren. Danke, dass Sie ausgehalten haben, obwohl wir jetzt ein kleines bisschen überzogen haben. Und ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel Diskursstoff für die Pause, aber auch eben für den Rest der Veranstaltung produziert mit den letzten beiden Inputs hier. Und ja, Dankeschön. Und als nächstes kommt dann, das schaue ich kurz nach, das Thema Bildung hier, und da kann ich Ihnen natürlich auch die Referentinnen sagen. Und es fängt 12.30 Uhr wieder an hier im großen Saal und eben auch im kleinen Saal hier zu vernetzter Bildung und im kleinen Saal zum Internet der Dinge.